Habt ihr Lust auf eine Uhr mit einem Uhrwerk, die es nur in dieser Uhr gibt? Dann bleibt dran. Hi, hier ist wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause Jochen Benzinger. Schaut euch das bitte mal an. Jochen Benzinger Gap One. Und jetzt schaut euch das Uhrwerk an. Das tickt in keiner anderen Armbanduhr. So viel sei verraten. Ich habe ja schon früher einige Reviews zusammen mit Jochen Benzinger gemacht von seinen tollen Uhren. Und jetzt geht es um die Gap One. Ich wünsche euch viel Spaß damit und bis später. So, dann gucken wir uns die Uhr mal genauer an. Mal schauen, was der Pforzheimer Uhrmacher Jochen Benzinger hier wieder gezaubert hat. Von vorne sieht man jetzt nicht sofort, dass es sich um eine ganz neue Uhr handelt, sondern das kommt ja erst mit dem Uhrwerk zum Tragen. Aber auch sehr schön zu sehen, das handgalochierte Zifferblatt, typisches Markenzeichen von Jochen Benzinger. Schön die blauen Zeiger. Tolle Farben, oder? Gefällt mir richtig gut. Und wie immer kommt hier echtes Silber und Roségold zum Einsatz. An der Stelle auch noch der Hinweis, ich habe ein ganz tolles Interview mit Jochen Benzinger geführt. Link auch unten in der Beschreibung. Schaut euch das gerne mal an. Dann versteht ihr schneller und besser, was es mit den Uhren auf sich hat. An der Stelle auch noch die Namensauflösung. Gap One, was hat es damit auf sich? Und zwar German-Austrian Partnership Nummer 1. Gap One. Das Gehäuse ist wie immer Benzinger typisch satiniert und poliert. Der Edelstahl kommt auch aus Pforzheimer Produktion. Sehr heimatgebunden das Ganze. Und man sieht hier auch schön, dass die Lünette scharf geschnitten ist. Das lässt die Uhr etwas kleiner wirken. Was jetzt vielleicht nicht sofort auffällt, sondern nur im direkten Vergleich, wenn ich jetzt noch eine ältere Uhr daneben hätte, eine Blue Illusion oder ähnliches. Der Durchmesser ist geschrumpft. Waren es bisher immer 42 mm, sind es jetzt kompakte 39 mm. Wie Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Trend zu den kleineren Uhren kommt ja immer mehr. Interessant ist, dass es nicht am Handgelenk klein aussieht. Das zeige ich euch aber gleich noch. Und wie immer bei allen Benzinger Uhren, die Uhren sind eigentlich für einen besonderen Anlass geschaffen. Wer sie jeden Tag tragen möchte, okay, dem sei es gegönnt, aber der besondere Anlass, dafür stehen diese Uhren. Und sie sind halt auch etwas ganz Besonderes. So, machen wir sie mal um. Immer noch ein bisschen groß. Aber so sieht sie am Arm aus. Die 39 mm stehen hier wirklich gut. Also ich hatte vorher mit den 42 mm auch nie ein Problem. Aber die 39 mm sind halt einfach noch mal ein bisschen kleiner und dadurch trägt sie sich einfach noch besser und ist dadurch auch noch eleganter. Ja. Sehr, sehr schöne Uhr. Ich bin total begeistert. So, und jetzt für alle auch noch mal die Uhr von vorne am Handgelenk. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, es ist eine sehr, sehr edle, tolle Uhr. Muss man wirklich sagen. Ja. Mega. So, dann kommen wir jetzt nochmal zur Rückseite, bevor wir zum Uhrwerk kommen.
Was Neues ist der sechsfach verschraubte Boden und die neuen 3D-Gravuren. Ja, wie findet ihr das denn mit der Rückseite und der Schrift? Also ich finde es so Jochen Benzinger 2.0, würde ich jetzt mal sagen. Hier nochmal im Vergleich ein älterer Gehäuseboden mit der filigraneren Schrift. Ist auch super, passt auch super dazu. Aber mir persönlich gefällt der neue Gehäuseboden mit der Schrift drumherum besser. Welches gefällt euch denn besser? Welcher Gehäuseboden? Welche Schriftart? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Auf jeden Fall sieht man jetzt hier sehr schön das Uhrwerk. Geschützt durch Saphirglas solltet ihr auch Jahre später noch Spaß damit haben. Da die Uhr aber für den besonderen Anlass ist, ist es praktisch eine Investition fürs ganze Leben und fürs Kind und Enkelkinder und whatever. So eine Uhr bleibt immer in der Familie. Ah, guckt euch das bitte an. Ich sag jetzt mal nix. Toll, oder? Bisher war man mit den Uhrwerken von ETA ja zufrieden, überhaupt gar keine Frage. Aber man hatte immer irgendwie Lust mal auf ein eigenes Uhrwerk. Und ja, jetzt seht ihr, was dabei rausgekommen ist. Jochen Benzinger, Chapeau, Hut ab. Echt klasse. Und keine andere Uhr hat dieses Uhrwerk. Absolut unique. Es handelt sich hierbei um einen Handkaliberaufzug mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, 48 Stunden Gangreserve. Herausragend sind Besonderheiten wie zum Beispiel die Tangentialschraubenfeinregulierung für eine gute Ganggenauigkeit und die KIF-Stoßsicherung. Das schützt vor äußeren Einflüssen. Also es ist nicht nur das Uhrwerk rein und fertig, sondern man hat sich hier auch wirklich Gedanken gemacht. Interessant ist auch die Positionierung der Krone. Es ist jetzt 2 Uhr und nicht mehr 3 Uhr. Und auch hier sehen wir die 3D-Gravur JB Jochen Benzinger. Hier sehen wir noch sehr schön die Datumseinstellung, was mit einem kleinen Kronenschutz versehen ist. Nein, es ist keine Taucheruhr. Die einzelnen Galuschierarten habe ich mal in meinem Review erklärt. Aber ihr seht schon, es gibt verschiedenste, auch innerhalb der kleinen Zonen. Schaut es euch in meinem Review an. Link wie immer unten in der Beschreibung. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Aber schon Knaller, oder? Hier der Einsatz des Roségolds. Also ich habe selten so eine edle Uhr getragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig, richtig toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Echt schön. Ja, das ist doch wohl die Knalleruhr schlechthin, oder? Habt ihr schon mal so ein geiles Uhrwerk gesehen? Ich finde das total irre. Auch gerade noch mal hier die Rückseite, ne? Also ich kann mich nicht satt sehen, ne? Ich habe mal alle Links unten in der Beschreibung reingepackt von allen Reviews, von allen Uhren, die ich bisher von Jochen Benzinger in der Hand hatte. Schaut dort mal rein, das sind wirklich echt Knalleruhren. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, ihr könnt euch auch eine individuelle Uhr von Jochen Benzinger zusammenstellen lassen. Sagt ihm einfach, was ihr haben wollt und er schaut, was er tun kann und gemeinsam kommt ihr zum Ziel. Es lohnt sich auf jeden Fall für alle, die das nötige Kleingeld haben und die gerne eine absolute Unique Uhr haben möchten. So, und jetzt gerne noch meinen Kanal abonnieren. Ganz wichtig, gerne mit dem Glöckchen. Auch ganz wichtig, damit ihr eine neue Info bekommt, sobald ich ein neues Video poste. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Freue mich auf euren Kommentar und auf eure Fragen. Ich bin sehr gespannt, gerade auch zum Uhrwerk. Ich leite das direkt weiter, beziehungsweise wir werden dann gemeinsam antworten. Und in dem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video, ne? Macht's gut. Ciao.